Hallo und herzlich willkommen bei unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt geht es mal um die Frage, was ist eigentlich Bürgerenergie? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage. Bürgerenergie ist etwas, was über die letzten Jahre immer mehr Bedeutung angenommen hat und was sich eben auch über die nächsten Jahre noch weiter entwickeln wird. Denn bei Bürgerenergie geht es um eine ganz dezentrale Energiewende und dementsprechend ist es super wichtig und super interessant. Wir betrachten jetzt erstmal die Form der Genossenschaft. Was ist es eigentlich? Weil im Regelfall ist die Bürgerenergie durch eine Genossenschaft organisiert. Wir gehen dann mal darauf ein, was machen diese Bürgerenergie-Genossenschaften eigentlich? Was sind die Tätigkeiten dahinter? Und was ist eigentlich das Interessante daran, in diesen Genossenschaftlichen sich zu organisieren und dadurch ein fantastisches Netzwerk von aktiven Playern zu haben, die sich gegenseitig auch unterstützen wollen? Hier im Klimapavillon, in welchem wir uns auch gerade befinden, gab es vor einigen Wochen den Thüringer Bürgerenergietag. Wir haben sich verschiedenste Bürgerenergiegenossenschaften aus ganz Thüringen zusammengefunden, um eben gegenseitig sich auf dem Laufenden zu halten, wie man Bürgerenergie wirklich greifbar macht. Und hier kann man auch etwas Schönes sehen. Thüringer Landstrom steht hier an der Seite dieses Autos. Und das ist schon ein schöner Ansatz dafür, wie man gemeinsam richtig coole Dinge platzieren kann, nämlich den Thüringer Landstrom. Das ist ein gemeinsames Stromprodukt, ein Tarif von Bürgerenergiegenossenschaften. Und das ist natürlich super spannend, weil man hier eine Alternative schafft für die normale Energiewirtschaft aus Bürgerhand und aus genossenschaftlichem Eigentum. Und das ist natürlich etwas sehr Demokratisches, was auch sehr greifbar ist für die dezentrale Energiewende. Aber dazu gleich mehr. Wie sieht eine Bürgerenergiegenossenschaft eigentlich aus? Es sind schlussendlich absolut klar Unternehmen. Es sind energiewirtschaftliche Unternehmen, die sich eben damit beschäftigen, Bürgerenergie dezentral auf den Dächern von normalen Leuten oder von öffentlichen Einrichtungen, auf den Dächern von Schulen zum Beispiel, Photovoltaikanlagen zu bauen oder die Windanlagen betreiben oder die Photovoltaik auf Freiflächen bauen und damit schlussendlich eine sehr, sehr günstige Energiequelle auch sehr, sehr günstig zur Verfügung stellen können, weil sie gar kein großes Interesse an Gewinnmaximierung haben. Sie wollen Gewinn machen, sie sind schließlich Unternehmen, aber es geht eigentlich um ein gemeinsames Vorantreiben der Energiewende mit einer ganz, ganz starken Bürgerbeteiligung. Das Interessante an der Genossenschaft ist ja, dass jeder, der dort mitmacht, ein Genosse ist und die gleichen Rechte hat. Jeder, der dort mitmacht, egal wie viel Geld er reinsteckt, hat genau eine Stimme bei der alljährlichen Generalversammlung und kann dann mitbestimmen, welche Richtung diese Genossenschaft jetzt einschlägt, welche Geschäfte jetzt getätigt werden und wie viel Geld auch wieder ausgezahlt wird aus dem Gewinn. Das heißt, jeder ist gleichberechtigt, egal wie viel Geld reingesteckt wird. Jeder kann mitmachen, jeder soll mitmachen. Bei einer Genossenschaft geht es auch darum, aktiv mitzumachen. Und deswegen ist das eine schöne Form von Bürgerbeteiligung, wo einerseits Mitarbeit gefördert wird, wo aber natürlich auch ein Unternehmen erläuft, was Gewinne erwirtschaftet und damit auch die Beteiligung in monetärer Form stattfindet, also auch Geld mit eingenommen werden kann. Das Entscheidende dabei ist allerdings, regional, nämlich vor Ort, erneuerbare Energie zu erzeugen und zu verwahren. Das ist eine dezentrale Energiewende, wirklich vor Ort von den Leuten, die vor Ort aktiv sind, und das ist das Spannende daran. Gehen wir mal weiter drauf ein. Es geht bei einer Genossenschaft, die sich mit Bürgerenergie beschäftigt, um Partizipation. Na, also wirklich um Teilhabe. Ich bin Teil der Energiewende. Ich bin jetzt nicht nur ein Kunde von irgendeinem Energiekonzern oder von einem Stadtwerk, sondern ich bin mit dafür verantwortlich, dass die Energiewende vor Ort umgesetzt wird, indem ich mein Geld hier mit reingesteckt habe. Das kann aber auch der Mindestbetrag sein. Und dass ich dann einfach mitmache und sage, hey, meine Genossenschaft soll hier jetzt ganz tolle Anlagen zum Beispiel auf die Schule bauen, damit der Eigenverbrauch dort aus einer Photovoltaikanlage kommt. Und damit hier auch ganz klar vorgelebt wird, wie man Energie dezentral vor Ort zur Verfügung stellen kann. Die Genossenschaft lebt erstmal grundsätzlich von den Geldern, die die Genossen reinstecken. Das heißt, ich zahle den Mindestbeitrag ein oder mehr. Und das ist ganz oft so etwas wie 500 Euro als Mindestbeitrag, bei manchen auch weniger, 250 oder 100 Euro als Mindestbeitrag, als Investition. Aber nach oben sind ganz oft keine Grenzen gesetzt. Das heißt, ich kann auch sagen, ey, ich zahle hier auch 10.000 Euro ein, wenn ich das Geld habe. Habe dadurch aber trotzdem nicht mehr Rechte, ich habe trotzdem nur eine Stimme, egal wie viel Geld ich reinstecke. Aber
damit schaffe ich natürlich ein enormes Eigenkapital von diesem energiewirtschaftlichen Unternehmen. Was also ja eine Einzahlung ist von meinen Mitgliedern, die wollen ja mitmachen und von denen kommt das Geld. Und mit diesem Eigenkapital ist dann auch mal vergleichsweise einfach, zu einer Bank zu gehen und zu sagen, naja, wir haben schon die Hälfte des nötigen Investitionsvolumens aus Eigenkapital, die restlichen 50% sind für euch ja Peanuts, die gebt ihr uns ja jetzt sehr, sehr gerne. Das heißt, die Finanzierung ist für eine Bürgerinitiative immer sehr, sehr, sehr einfach. Und wie gesagt, ist es wunderbar demokratisch, weil eben trotzdem jeder nur eine Stimme hat, egal wie viel man einsetzt, man hat exakt eine Stimme. Und auch egal wie wenig man eingesetzt hat, man hat trotzdem eine Stimme. Das ist eben fantastisch. Was machen diese Bürgerenergiegenossenschaften? Es geht, wie gesagt, um das Betreiben und Vermarkten von dezentraler Energie. Das heißt, wir planen, wir bauen, wir betreiben Anlagen. Das heißt, im Klartext, jemand stellt sein Dach zur Verfügung, zum Beispiel als Pachtvertrag. Das heißt, die Bürgerenergiegenossenschaft ist dann Pächter und darf das Dach nutzen für zum Beispiel 20 Jahre und baut eben auf dieses Dach jetzt hier eine Photovoltaikanlage. Und dann sagt man eben, hey, du darfst jetzt den Strom, der einfach so tagsüber kommt, direkt von deinem eigenen Dach hier wieder nehmen. Den geben wir dir praktisch sehr, sehr günstig. Und alles, was übrig bleibt, den Überschuss, den nutzen wir praktisch, da kommt ins Stromnetz, den vermarkten wir jetzt. Also das wirklich Interessante ist dieses Eigenverkauf, weil das ja konkret bedeutet, der Strom kommt jetzt praktisch kostenfrei vom Dach. Ich verpachte jetzt einerseits mein Dach, das heißt, ich habe Pachteinnahmen, und ich spare mir meinen eigentlichen Stromverbrauch und muss den gar nicht mehr aus dem Netz beziehen, sondern beziehe den von dem Dach zu einem vielleicht um 50% niedrigeren Preis. Also da kann man richtig gut wirtschaften und einen richtig schönen Eigenverbrauchstarif haben, sodass man sich enorm viel Geld auch noch einspart. Man kriegt Pachteinnahmen und man spart sich Geld. Das ist gerade interessant für öffentliche Einrichtungen, wo es tagsüber immer viel Verbrauch gibt. Schulen, Bürogebäude, Callcenter, irgendwelche anderen Office-Center, Verwaltungsgebäude. Da gibt es tagsüber jede Menge Verbrauch. Genau da. Genauso Einkaufsmöglichkeiten, alle möglichen Einkaufscenter. Da gibt es tagsüber jede Menge Verbrauch. Die Voranlage auf dem Dach kann ja diesen ganzen Eigenverbrauch liefern. Das ist dann super günstig. Der Überschussstrom kann jetzt vermarktet werden, je nachdem wie klein oder groß die Anlage ist, entweder per EEG gefördert oder in der Direktvermarktung, die dann immer ein bisschen komplizierter ist, aber auch da gibt es mit PPAs zum Beispiel Möglichkeiten, das ja auch ein bisschen anders zu organisieren. Und schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass man eben schaut, das Beste damit zu machen und zum Beispiel in diesem am eingangs gezeigten Thüringer Landstrom eine Gesamtmarke zu schaffen und damit schlussendlich auch vielleicht einen attraktiven Preis platzieren zu können und auf jeden Fall Fans zu haben, die sagen, hey, ich möchte jetzt diesen Thüringer Landstrom haben und keinen Strom von dem Energiekonzern. Also es ist tatsächlich möglich, verschiedenste Ansätze hier zu verfolgen und damit schlussendlich ein attraktives Vergütungsmodell sowohl für die Betreiber, was ja die Genossenschaft selbst ist, als auch für die Nutzer, was also die Schule oder das private Eigenheim wäre. Hier ist also einfach sehr, sehr viel günstiger an Strom gekommen, aber auch an die restlichen Mitglieder, die über zum Beispiel so einen Gesamtvertrag hier sehr günstig den Überschussstrom durch die Genossenschaft beziehen können. In Thüringen, wo wir uns ja befinden, gibt es aktuell ungefähr 3 Dutzend bürgerliche Genossenschaften, die aus verschiedenen Richtungen Verschiedenes machen. Fast alle betreiben Photovoltaikanlagen auf Dächern, zum Beispiel gerade von Schulen. Aber es gibt zum Beispiel auch mit der Energiegenossenschaft Inntal jemanden, der an Windanlagen mitbeteiligt ist. Und es gibt hier und da Bioenergieanlagen, die hier direkt mit gefördert werden, was wir zum Beispiel in Schlömer oder auch in unserem Holzlandkreis haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist jede Menge Bewegung und hier gibt es jede Menge tolle Initiativen, die eben Bürgerenergie sehr, sehr greifbar und vor Ort umsetzen wollen. In Gera selbst ist bisher hier noch nicht besonders viel los. Es gibt die Bürgerenergie Thüringer Vogtland, die sich vor allem in der Umgebung von Gera betätigen, aber es gibt in Gera selbst jetzt wohl auch eine neue Bürgerenergiegenossenschaft, die eben hier direkt in der Stadt selbst Anlagen bauen wird. Das ist auf jeden Fall mega spannend und wir werden mal sehen, was sich daraus noch so ergibt.
Das Schöne ist eben, es geht darum, hier was auf Augenhöhe zu machen, gemeinsam zu machen und vor allem auch Hilfreiches anzubieten. Es geht ja nicht nur um diese Anlagen, die betrieben werden und den Strom, der vermarktet wird. Es geht auch darum, zum Beispiel das Wissen, was man angesammelt hat, zu nutzen, um zum Beispiel Unternehmen beraten zu können. Hey, wie kannst du Energie einsparen? Das ist eine Energieeffizienzstrategie. Wie kannst du das nächste Energieauto besser unterstützen? Man kann zum Beispiel auch sagen, hey, wir verdienen Geld daran, dass wir Einsparcontracting machen. Das heißt, wir sagen, wir sorgen bei einem Industrieunternehmen dafür, dass weniger Strom oder weniger Energie verbraucht wird. Und wir bekommen eine Vergütung an zum Beispiel 95% des Einsparvolumens. Dann, wenn zum Beispiel 100.000 Euro gespart werden an Energiekosten, heißt es ja, dass wir an der Stelle 95.000 Euro bekommen würden. Der Kunde, um den es auch geht, der spart sich ja 100.000 Euro und bekommt davon auch noch 5.000 Euro praktisch jetzt direkt erstmal auf die Hand. Und in Zukunft spart er sich da auch noch die restlichen 95.000. Na, das heißt, es ist eigentlich eine sehr interessante Sache für die Langfristigkeit. Wir sparen uns Ausgaben. Wir sparen an der Stelle vor allem aber auch CO2-Kosten oder Emissionskosten, die ansonsten ja anfallen würden. Und schlussendlich, klar, wir vermitteln das Wissen, wir vermitteln Erfahrungen, die einfach zentral sind, die wichtig sind, um die Energiewende vor Ort zu organisieren, um auch die Digitalisierung vor Ort mit umzusetzen. Also das sind so Wege, Möglichkeiten, um wirklich sehr, sehr greifbar zu machen, was man dezentral mit der Energiewende umsetzen kann. Schlussendlich ist man natürlich auch immer Partner der regionalen Akteure. Also nicht nur von der Stadt, nicht nur von den Energieunternehmen, nicht nur vom Netzbetreiber, auch von allen, die vor Ort willig sind, die Energiewende umzusetzen. Das ist Bürgerenergie.